Ich darf Sie zu drei Fragen an, einem Interviewformat im Rahmen des diesemestrigen Seminars Herabsetzen, Schmähen und Beleidigen, Sprache und Invektivität des Professors für angewandte Linguistik Simon Meyer-Vieracker an der Technischen Universität Dresden begrüßen. Mein Name ist Barbara Hoffmann, ich studiere Germanistik und Geographie im gymnasialen Lehramt und darf heute Joachim Charlotte sowie das Phänomen der Meta-Invektivität vorstellen. Schönen guten Tag, Herr Charlotte. Hallo, guten Tag. Zuerst zu Ihrer Person. Sie studierten Germanistik, politische Wissenschaft und Philosophie. Es folgten Tätigkeiten als Dozent an unterschiedlichen Universitäten, unter anderem in der Schweiz, Schweden, Japan und Deutschland, und mehrere Gastprofessuren, unter anderem an der Technischen Universität Dresden. Derzeit sind Sie Professor für German Studies an der Waseda-Universität in Tokio und Gastprofessor an der Universität Heidelberg. Als Forschungsschwerpunkte benennen Sie selbst unter anderem die Korpus- und Soziolinguistik, aber auch forensische Linguistik und die Kommunikation von sozialen Bewegungen. Im Seminar lasen wir Ihren Text Hassreden und Invektivität als Gegenstand der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie, Bausteine zu einer Theorie der Meta-Invektiven aus dem Jahre 2017. Indem Sie eine Systematisierung einzelner Bestandteile meta-invektiver Phänomene vornehmen, Sie nehmen grundlegend an, dass, ich darf Sie zitieren, sprachliche Gewalt als universelles Phänomen, als Kehrseite der ordnungsstiftenden Kraft von Sprache verstanden werden kann, Zitat Ende, diese als Bedingung des Sprechens als vorethisch bezeichnen. Kommt es nun aber doch zu invektiven Sprechhandlungen und Anschlusskommunikation, während derer die Thematisierung von Invektiven stattfindet, fassen Sie dieses Phänomen als Meta-Invektivität, die wiederum selbst invektiv sein kann und möglicherweise zwangsläufig ist. Aus dieser Unsicherheit heraus würde sich unsere erste Frage speisen. Wir haben derer drei im Seminar gesammelt. Die erste wäre: Gibt es in der wissenschaftlichen Thematisierung von Invektiven eine Möglichkeit der nicht-invektiven Meta-Invektive? Also beispielsweise, ist es möglich, das N-Wort in einem wissenschaftlichen Text oder in einem solchen Setting, in dem wir uns gerade befinden, ohne die rassistischen Invektiven zu reproduzieren? Ja, also vielen Dank. Das war natürlich eine ganze Menge jetzt gleich. Vielleicht kurz, ich bin gerade geimpft worden. Also wenn Ihnen die Antworten irgendwie komisch vorkommen, dann liegt das nicht an mir, sondern an Bill Gates. Ich finde Das aber, trifft also sich gut, Herr Charlotte. ich Das habe es auch Gleiche gerade gilt für hingekriegt. mich. Damit sind wir beide, glaube ich, fein raus. Zur ersten Frage. Ja, also ich weiß nicht, ob man die Frage verstehen kann, wenn man irgendwie nicht Teilnehmer in ihrem Seminar ist. Ich finde die Frage auch offen gestanden ein bisschen problematisch. Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es? Ich bin mir gar nicht so sicher, was das heißen soll. Mir scheint doch, dass da doch ein Verständnis des Textes zugrunde liegt, das ich vielleicht als wenig informiert und aber auch für mich als wenig schmeichelhaft empfinde. Oder vielleicht kann man es auch anders aus. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie von der intellektuellen Tendenz der Frage ein bisschen angegriffen, ja. Aber vielleicht muss ich deswegen ein bisschen weiter ausholen. Sie haben sich zwar mittellange Fragen Antworten gewünscht, aber ein bisschen ausholen muss ich. Bitte, ja. Denn was mir wichtig ist, ist ja Folgendes. Also es gibt ja einflussreiche sozialwissenschaftliche Theorien wie die Face-Theorie, also von Goffman, die davon ausgehen, dass unser Handeln irgendwie auf positive Verständigung ausgerichtet ist. Ja, also wir sind in allen Interaktionen irgendwie darum bemüht, das Face unserer Gegenüber zu pflegen. Und zwar in der Form so, dass wir durch wechselseitige Anerkennung von Selbstpräsentationsstrategien darum bemüht sind, irgendwie fortwährend positive Images zu erzeugen. Ja? Und so Invektivitätstheorie und auch ich, die neigen eben dazu, unsere Interaktion zunächst mal als ambig zu betrachten. Also was heißt ambig? Ambig bedeutet, dass eben immer mehrere Lesarten möglich sind und dass eben nicht eine Lesart, nämlich die des positiven Austauschs oder sowas, irgendwie per se präferiert wird. Welche Lesart jetzt natürlich von irgendwie so einer Interaktion gültig ist, ja, das hängt nicht nur von unseren Intentionen ab, sondern eben von den an der Interaktion Beteiligten, aber auch von Zuschauerinnen und Zuschauern und vielleicht sogar eben von nur mittelbar beteiligten Dritten. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie das Beispiel Günther Oettinger, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch vor Augen steht, irgendwie diese Rede, die er als EU-Kommissar in Hamburg vor Unternehmerinnen und Unternehmern gehalten hat, in denen Wörter vorkamen, eben wie Schlitzauge und Pflicht-Homo-Ehe. Also für ihn
Und für weite Teile seines Publikums war das ein richtig toller Abend. Ja? Der hat prima Scherze gemacht, hat viel Applaus bekommen und so weiter. Aber die Reaktion auf die Rede in den sozialen Medien und dann später auch in den Orientierungsmedien waren ganz andere. Und da wurden nämlich seine Scherze irgendwie als rassistisch und homophob verstanden. Und er musste sich dann, glaube ich, auch irgendwie bei der chinesischen Regierung, oder er musste nicht, aber er hat sich bei der chinesischen Regierung dann auch entschuldigt. Was uns irgendwie dieses Beispiel ja zeigen kann, ist, dass diese Interaktion ist einerseits irgendwie erstmal ambig gewesen. In der Situation selbst wurde sie dann positiv gedeutet, aber wurde dann durch Metakommunikation, eben auch in Anschlusskommunikation von Leuten, die gar nicht dabei waren, wurde dieser Rede eine Bedeutung zugeschrieben, die dann tatsächlich eben hegemonial werden konnte. Also das heißt, durch Anschlusskommunikation sogar von Nichtbeteiligten und dadurch, dass diese Deutung eben von einer relevanten Mehrheit einer Gruppe oder Gesellschaft akzeptiert wurde, als gültig akzeptiert wurde, ist wurde die Bedeutung eben doch stark verändert. Und ich glaube, das gilt eben immer für invektive Kommunikation zunächst einmal. Also es ist eine Metakommunikation und sie hat das Potenzial, Bedeutung irgendwie zuschreiben. Und diese Bedeutung kann eben auch die einer invektiven Lesart sein. Ja, also das heißt, und jetzt ist genau der spannende Punkt, ist natürlich irgendwie, was ich glaube, was so wichtig ist an der meta-invektiven Kommunikation, und darauf zielt ja dann auch Ihre Frage, dass jede Zuschreibung von einer invektiven Bedeutung eben auch selbst wieder ein invektives Potenzial hat. Ja, also wenn ich irgendwie jemandem vorwerfe, er habe mich beleidigt, dann ist das eben ein Vorwurf, oder wenn ich das feststelle. Ja? Oder wenn ich irgendwie eine Sprachverwendung als rassistisch kennzeichne, kann sich die Person als Rassistin oder Rassist verstanden fühlen. Und jetzt schauen Sie, ich habe natürlich am Anfang Ihre Frage auch ganz einfach, da habe ich ganz einfach eine invektive Bedeutung zugeschrieben. Ja? Also ich habe irgendwie unterstellt, sie hielt mich für blöd eigentlich so, und ich habe das natürlich in die freundlichen Worte von der intellektuellen Tendenz der Frage, die mir nicht passen würde, verpackt. Aber natürlich habe ich Ihnen damit irgendwie einen Vorwurf gemacht, und Sie haben sich sicherlich davon auch angegriffen gefühlt. Und das habe ich natürlich aus Absicht gemacht, um das jetzt als Beispiel zu bringen. Keine Sorge, also Sie müssen sich nicht davon tatsächlich irgendwie kritisiert fühlen. Aber es ist genau dieses Potenzial, eben meta-invektive Äußerungen, dass sie eben selbst invektive Dimensionen haben, die ich interessant finde und auf die auch ja Ihre Frage klugerweise zielt. Es ist halt oft so, dass dass dann eben begründet werden muss, warum etwas nicht oder warum etwas invektiv ist, beziehungsweise warum es nicht invektiv ist. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, warum sich eben Invektivitätsanalyse auch dazu eignet, Gesellschaftsanalyse zu betreiben oder zumindest die Analyse von gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen. Weil man dann eben bestimmte Sachen irgendwie nennt, wie zum Beispiel sprachliche Mittel, ja, also dieser Ausdruck ist halt invektiv, weil, oder ich weiß nicht, kommunikative Rollen, ne? Sie fragen mich als Experte, es gibt konversationelle Normen, so etwas sagt man nicht und so weiter. Es gibt also alle möglichen Dinge, aber natürlich auch, wie wir in Ihrem Interview mit Lan Hornscheid beispielsweise gesehen haben, es gibt soziale Strukturen, die dann angeführt werden, wenn es um Invektivität geht, um zu sagen, ja, also sozusagen marginalisierte oder Person X gehört zu einer marginalisierten Gruppe, deswegen ist hier eine Diskriminierung vorliegen oder ähnliches. Also jetzt geht es eben um die Frage, gibt es die Möglichkeit einer nicht-invektiven Meta-Invektive? Jetzt sind wir endlich an dem Punkt. Herr Schallert, wenn ich ganz kurz... Ich wollte jetzt gerade beantworten. Entschuldigung, noch ein Satz, okay? Ich möchte vor allem auf die wissenschaftliche Thematisierung kommen. Das wäre sehr, sehr schön. Weil die Antwort ist natürlich ganz einfach, ich kann dazu nichts sagen. Also das hängt von der Anschlusskommunikation ab. Ne? Also prinzipiell möglich ist es natürlich, ne? wenn sich niemand findet, der meine Aussage als invektiv bezeichnet, dann ist das natürlich selbstverständlich möglich. Aber wenn sich andere Personen finden, die der Meinung sind, meine Aussage die Verwendungsweise eines Wortes, und auf dieses Wort müssen wir gleich nochmal kommen, sei irgendwie invektiv, dann muss ich, dann ist das eben so. Und dann, wenn eine hinreichende Anzahl von Leuten diese Deutung akzeptiert, dann
dann ist es eben eine Invektive oder dann reproduziere ich damit natürlich Stereotype. Also das heißt, es liegt natürlich an der Anerkennung und an der Deutung durch Dritte, die mir eben als Autor, als Autorin auch gar nicht anheimfällt, ja, oder die mir gar nicht zusteht alleine. Und natürlich sprechen wir in Traditionen, ja, es gibt Wörter, wie das N-Wort, was Sie genannt haben, eigentlich sind es im Deutschen ja N-Wörter, und die man eben schwierig oder sozusagen die eine Tendenz haben, eine klare Tendenz haben, weil sie eben in Kontexten, traditionellerweise in Kontexten verwendet werden, in denen es um Diskriminierung und Herabsetzung geht. Und Ihre Frage zielt darauf, gibt es eben auch distanzierende, zitierende, forensische Verwendungsweisen? Auch hier kann ich wiederum nur sagen, also ist natürlich ein extremes Beispiel, ganz klar. Aber wenn es, also es gibt ja im Moment diese gesellschaftliche Debatte darüber, gibt, also darf man, nein, nicht darf man, sondern ist jede Verwendung des Wortes invektiv, egal in welchem Kontext. Und da kann ich wiederum nur sagen, mal abwarten, wie der gesellschaftliche Diskurs läuft. Mal sehen, welche Deutung hegemonial wird. Mehr kann ich eigentlich dazu als Experte nicht sagen. Ich habe dazu eine Meinung und ich habe dazu eine Praxis. Aber wenn Sie mich als Meta-Invektivitätsforscher befragen, dann beobachte ich das interessiert und frage mich eben, was lernen wir über unsere Gesellschaft daraus, und welche Argumente werden da eigentlich benutzt, um dieses zu begründen, dass es eben in jedem Fall invektiv ist oder eben zu begründen, dass es nicht so ist. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr ausdifferenzierten Ausführungen. Ich würde gerne die dritte Frage vor der zweiten vorziehen, weil ich glaube, dass sie inhaltlich besser passen könnte. Unserem, also innerhalb des Seminars, vorherrschenden stereotypischen Vorstellungen entsprechend herrschen in Japan eine sehr höfliche und respektvolle Kommunikationskultur. Ist das überhaupt so? Und wenn ja, wie prägt sich das in meta-invektive Debatten ein? Was haben Sie beobachten oder wahrnehmen können? Ja, also als Experte kann ich erstmal dazu nichts sagen. Ich bin kein Japanologe, mein Japanisch ist auch furchtbar schlecht. Insofern also sind das rein persönliche Bemerkungen. Ich denke, also natürlich habe ich auch was drüber gelesen, aber Japan gilt eher so als High-Context-Culture. Das heißt, es wird weniger expliziert. Und entsprechend könnte man auch davon ausgehen, dass es sozusagen in Interaktionen weniger Metakommunikation gibt. Ich glaube, das ist auch richtig, aber es gibt natürlich nichtsdestotrotz Anschlusskommunikation und die gibt es auch reichlich. Und ich würde sogar sagen, die erlebe ich zumindest als intensiver als in anderen Kontexten. Das heißt, es wird viel mehr im Nachgang zu einer Kommunikation Verständigung darüber hergestellt, was denn eigentlich in dieser Kommunikationssituation gelaufen ist. Manche nennen das Tratsch, manche nennen das kollegialen Austausch. Da gibt es alle möglichen Deutungsweisen dafür. Aber ich glaube eben tatsächlich, es gibt weniger Metakommunikation in der direkten Interaktion. Ja. Dankeschön. Die letzte Frage, die ich Ihnen heute stellen darf. Wie wichtig ist in Ihren Augen die eigene Positionierung bei der linguistischen Analyse meta-invektiver Debatten? Das ist in der Tat eine schwierige Frage, die ich mir natürlich jetzt ganz leicht machen könnte zu beantworten. Nämlich, also Ihre Frage unterstellt ja einerseits, erstens, dass es wichtig ist und zweitens, dass es so etwas wie eine soziale Positionierung gibt, die sich irgendwie objektivieren lässt. Also in der Form der Frage steht das zumindest drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Ihre Meinung ist oder sowas, sondern aber die Frage impliziert das letztlich. Und da kann man sich natürlich irgendwie fragen, gibt es so etwas wie eine objektive soziale Positionierung? Also jenseits von so etwas wie diskursiven Zuschreibungen. Ja? Und da sind wir dann schon wieder im Bereich dessen, was mich in der Meta-Invektivität eigentlich interessiert, nämlich dass genau solche Dinge eben relevant gesetzt werden. Das ist eben Teil dessen, was wir soziale, oder was ich sagen würde, dass da soziale Ordnungsvorstellungen letztlich thematisiert werden, nämlich dass sie sagen, es gibt so eine soziale Positionierung und die ist irgendwie relevant dafür, wie ich Meta invektive Diskurse wahrnehme. Das heißt nicht, dass das richtig oder falsch ist, sondern es heißt einfach nur, dass es irgendwie offensichtlich relevant gesetzt wird, obwohl es vielleicht vor vielen
weiß nicht, vor 20 Jahren eben nicht relevant gesetzt wurde und vor 100 schon gar nicht. Und das zu beobachten, was das eigentlich eben über unsere Auffassung von Gesellschaft sagt und wie unsere Gesellschaft sich sozusagen in diesem Medium der meta-invektiven Debatten über sich selbst verständigt, das finde ich das Spannende an der Meta-Invektivitätsforschung. Insofern, Sie merken, Sie können mich da jetzt nicht irgendwie festnageln. Ja? Sie würden jetzt gerne hören, ich als weißer Mann kann da schlecht was sagen. Aber genau das ist es ja, was die Meta-Invektivitätsforschung ausmacht, dass sie genau eben beobachten möchte, aha, welche gesellschaftlichen Strukturen, welche Sprecherpositionen, welche Lizenzen etc. werden eigentlich relevant gesetzt in diesen Debatten. Ja? Ich denke, dass ich durchaus verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich bedanke mich sehr, Herr Charlotte. Und darf sagen, dass ich durchaus sehr viel gelernt habe, nicht nur was den Inhalt der Fragen anbelangt. Insofern noch einmal herzlichen Dank im Namen des gesamten Seminars und mit Sicherheit auch im Namen derer, die uns später noch zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Grüße nach Dresden. Grüße nach Japan. Danke.